ausgetrockneter Ententümpel. Es geht Was weiter. Liegt vor mir? Wir gehen zurück. Auf zum Dingespummens. Zu Vol'jin. Genau. Es lag mir auf der Zunge. Penis, es lag mir auf der Zunge. Kennt ihr mal den Gag? Pokémon. Wie lautet dein Name? Wenn ihr besser gesagt, nee, wie. Ich handle wie lautet der Name deines Gegenspielers? Also der Gary da eigentlich. Ich so, Penis? Ah ja, Penis, es lag mir auf der Zunge. ja, natürlich. Alles okay. Passt schon. Unsere Wege. Aber gut. Dann gehen wir zurück. Übrigens immer noch derselbe Aufnahmetag. Nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt beendet. Ich bin immer gerade frisch hier von der Prüfung zurück. Und jetzt gehen wir noch zu Vol'jin zurück und gucken mal. Aber ich glaube, jetzt geht es dem Finale zu. Ich weiß halt nicht, ob da noch sehr viel danach kommt. Oder ob es mit den Ogern schon war. Wird sich wohl zeigen müssen. Und sonst haben wir eben noch ein Safe-Game, das wir vorher aktivieren können. Gut, was haben wir denn sonst noch? Ansonsten haben wir ja nichts mehr außer die Arena. Aber die Arena wird mich schon noch reizen, weiter zu probieren. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich gerne jetzt hier das Ende erfahren. Besser gesagt, wenn hier das Ende ist, vorher vorbeigehen und nochmal Folianten kaufen und dann vielleicht nochmal Arena probieren. Also Stufe 10 wird mich schon reizen. Das wäre jetzt noch irgendwie die Herausforderung hier. Hier gab es ja nichts mehr, oder? Nee, sieht nicht danach aus. Okay. Na komm, du gehst einfach mit Angriffshaltung hinter. Vielleicht finden wir was auf dem Weg. Aber das sind eine Menge Folianten. Das ist halt die Frage. Will ich dann... Ja komm, das kann ich dann eigentlich machen. Wenn dann das Finale da ist, dann mache ich einfach offscreen bis zum nächsten Mal. Stelle ich mich vorm Shop und kaufe das ganze Geld einfach noch Folianten ein. Dauert eine Weile, bis die regeneriert sind. Aber ich werde einfach... Ich werde euch sagen, wie ich das dann mache mit den Folianten. Ich werde es einmal demonstrieren. Mit Fangzähnen und Klauen. Und dann dürfte das eigentlich hinhauen. Hier kommt mir etwas ausgetrocknet ich glaube, Folianten-Erfahrung kann man auch. Ja gut, das wäre Geldverschwendung eigentlich. Weil Shen wird so oder so irgendwann. Der holt jetzt gut auf. Vol'jin! Ich fertig. Ihr seid zäher, als ich dachte, Rexa. Die Oger werden eine große Hilfe sein, wenn die Schlacht beginnt. Wir haben eben erfahren, dass der Kriegshäuptling und seine Streitmacht den Generalstab im zentralen Becken positioniert haben. Die Tauren und Oger, die ihr gesammelt habt, werden bald zu ihm stoßen. Meldet euch bei Sral in seinem Stützpunkt. Die Schlacht gegen Admiral Proudmoors Streitmacht könnte jeden Moment beginnen. Okay. Es geht also doch weiter, dachte ich mir. Ja, natürlich. Wir müssen uns hier unten melden und da drüben ging es da auch noch weiter. Klar, natürlich ist hier noch nie vorbei. Ja, super. Ist halt jetzt echt die Frage. Wollen wir uns da jetzt schon melden? Bei Freimelden, so Gezeiten, Wut, Buchtreisen. Dank ihrer Bemühungen ist die Horde für den Kampf gegen die Hauptstreitkräfte von Admiral Proudmoore bereit. Obwohl Proudmoore plant, seine Armee gegen die Orks zu führen, haben sie jetzt eine Chance, das Schlachtenglück gegen ihn zu wenden. Vernichten sie seine Streitkräfte und zerstören sie seine Festung. Das ist das Finale. Kann man nicht anders sagen, das ist das Finale. Wollen wir da jetzt schon hin? Nee, kommt. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Auf eine andere Art und Weise. Na, wollte ich das... Oh, mit Vergnügen. Jetzt die Folianten zu kaufen. Arena. Es würde mich schon reizen, die Arena noch zu schaffen. Die zwei Runden zumindest noch. Komm, die machen die Arena jetzt. So oder so. Wir sind jetzt nicht sehr viel stärker geworden, aber wir wissen, wie es geht. Ich möchte jetzt in der Arena noch bis Stufe 10 kommen. Das möchte ich auf jeden Fall noch geschafft haben. Trinkt einen aufs Haus. Ich bin mir halt unsicher wegen... Mit den Folianten wird es auf jeden Fall leichter werden. Wenn wir die vorher kaufen, aber dazu müsste ich dann jetzt ewig lang... Das würde sich ereignen, bevor eine Aufnahme losgeht, da ich da rumdrücke. Das habe ich halt vergessen beim letzten Mal. Aber jetzt zu beenden, das ist ja dann ein Witz, das ist eine 4-5-Minuten-Folge dann. Kann man ja auch nicht so verantworten. Und jetzt hier anzufangen, das Finale, nee, das möchte ich separat anfangen. Weil wenn ich es jetzt anfange, werde ich bestimmt nicht damit fertig. Weil so mega viel Zeit habe ich nicht mehr. Es tut mir leid. Ich schreib's auf eure Rechnung. Aber zur Arena gehe ich trotzdem nochmal. Versuchen wir einfach Stufe 10 überall. Ich werde es versuchen. Bevor das Finale losgeht.
Müsste ja machbar sein, mittlerweile wir wissen, wie stark wir jetzt sind. Bin zur Spur. Wir haben zwar jetzt nicht mehr sehr viel dazu bekommen. Na gut, doch, noch ein nettes Item dazu. Ich habe Witterung aufgenommen. Könnte ein bisschen was bewirken. Ich wandere allein. Ansonsten gucke ich, dass ich jetzt überall Stufe 10 erreiche. Alter, wie wir dann mit Portmore den Boden aufwischen werden. Ich habe Witterung aufgenommen. Aber wir brauchen mehr Power. Wir wissen ja, worauf wir achten müssen. Was liegt von daher, da links wieder durch. Du machst mal deine schönen Geisterchen. Viele, viele bunte Geister. Das war eigentlich in die falsche Richtung. Aber gut, mit mehr Schaden hier kann ich schaden. Wokan fängt gerade den ganzen Schaden ab und teilt sich echt gegen durch die Wunde. Wokan ist eigentlich der ideale Tank. Es ist tatsächlich so. Ironisch, oder? Der Einzige, der eigentlich nicht fürs Tanken geeignet sein sollte, so von der reinen Klasse her, ist am besten darin. Der eigentlich sowohl Heiler als auch Schadensausteiler ist, ist gleichzeitig der beste Tank. Erinnert mich an meinen Sigma-Priester und Warhammer Online. Gut, da war es nicht ganz so krass, aber einfach einer, der alle Rollen auf eine gewisse Weise erfüllt. Aber gut, wir haben wieder die optimale Position geschafft. Wir haben wieder Schlachtformation angenommen. Unsere Rexa bricht hier nicht wieder aus. Aber so schaffen wir es. So mega viel stärker, auch mit den paar Folianten, hätten wir jetzt auch sowieso nicht. Das wird jetzt klar so ja, 10 Folianten oder sogar 10 zu 15 Folianten ausmachen insgesamt. Aber ganz ehrlich, das wäre jetzt auch. Das wäre jetzt nicht kriegsentscheidend hier. Ich glaube, hier wird uns Kern gerade gleich hops gehen. Aber gut, hat er einmal Reinkarnation. Das Schlimmste ist hier der Mana-Brand. Das ist böse. Oh, das Schöne ist, bei der Reinkarnation hat dann wird das sein ganzes Mana. Das ist klasse. Vielen Dank, dass ihr mir mein Mana zurückgegeben habt. Habt's mir auch genommen. Das ist eigentlich ein Geben und Nehmen. Okay, jetzt wird Kern gleich nochmal hops gehen. Nochmal in die Richtung hauen, bitte. Na, jetzt ist das Mana weg. Der Mana-Brand ist so böse. Böse, böse. Seid so böse. Ihr Purschen. Oi. Aber wir schaffen's. Wir sind klasse. Kua. Kern, du hast glaube ich. Ich weiß nicht, wie schaut's denn aus? Ich glaube nicht, dass du. Nee, da braucht noch ein bisschen. Oh oh. Wurde gerade aufgehalten. Problem ist halt. Wir brauchen Mana. Komm, wir müssen mal kurz. Oh oh. Mist. Wir müssen uns zurückziehen erstmal. Größtes Problem ist gerade die Die Marmor-Armut, genau. Die Mana-Armut. Wir brauchen mehr Mana. Ah, die Stachelbestie sind doch gar nicht mal so verkehrt. Vor allem, weil die noch Raserei haben. Die können halt richtig geil schnell angreifen. Kann es sein, dass die. Ja, die können auch andere damit buffen, oder? Test. Das möchte ich jetzt testen. Könnt ihr auch bei anderen Raserei buffen? Dann ist es ja genial. Nee, nur bei sich selbst, okay. Wäre es bei anderen auch nicht. Viel früher auf die Idee kommen können, die einzusetzen. Kern müsste jetzt eh wieder Reinkarnation haben. Ihr seid ein Trickser. Bin zur Deswegen. Spurensuche bereit. Und durch da. Unsere Wege kreuzen. Hier kommt mir etwas ausgetroffen vor. Trinkt so. Einen auf Rauch. Gucken wir halt nochmal. Kern macht nochmal Stampf. Eine Welle in die Richtung. Kommt, Voodoo-Geister. Ich glaube, die Cooldowns werden hier wieder zurückgesetzt und wir haben wieder Mana, sobald es weitergeht. Von daher setzen wir mal alle unsere Karten ein. Stampede. Nee, außer die Stampede. Das ist nämlich ein Nachteil, kein Vorteil. Das
setzen wir alle unsere Karten ein, die uns Vorteile geben. Drück ich's mal so aus. Uiuiui. Gerade Welle 10 wird dann richtig gemein werden. Aber wir schaffen's. Was liegt vor mir? Wir werden es schaffen. Jawohl. Vier Stück. Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich, das hier zu machen. Verflucht. Du kriegst zwei. Du kriegst einen. Shen hat auch bald Level ab. Und ja, das lohnt sich, verflucht. Vier Stück mittlerweile. Kaputt. Wo ist er? Wo ist die Potsau? Da hinten. Ihr kennt den Kriegsschrei. Bringt mir seinen Schniedelwurz. Tot oder lebendig. Was ihn angeht, ist mir egal. Oh nö, Kern. Ich komme nicht zu ihm durch, das ist das Problem. Ich würde ihn ja gerne rausfokussen, aber... Nee. Keine große Chance. Jetzt ist er hier. Ich krieg den nicht. Ich krieg ihn nicht tot. Ich werde ihn nicht tot kriegen. Alter Falter. Das war mal vernichtet, ey. Das ist halt gemein, wenn der außerhalb spawnt. Der hat mich jetzt gerade richtig zerlegt. Aufs Übelste. Ich glaube, der gesamte Boden wird jetzt einmal mit mir geputzt und meiner Truppe. Das war böse. Das Problem ist, solange der hier... Ich kann nur hoffen, dass die Gegner mich so nicht bemerken. Einmal außenrum. Ich muss ihn rauskriegen. Er schläft ständig meine Leute ein. Und hier ständig zum Schlafen. Und dann ruft er noch Höllenbestien. Er muss weg. Dann können wir uns in Ruhe um die Skelette kümmern. Komm her. Für die Mognatal? Den Spruch kenne ich gar nicht. Den Spruch sagt er gar nicht so oft. Oh, oh. Rexa wurde weggeschottet, ey. Nein. Ach, wir haben. Okay. Ja, Märtyrertum würde ich sagen, oder? Mehr Flammen. Komm, ein bisschen Schaden machen wir jetzt ja trotzdem. Aber ihr müsst hier jetzt sterben. Es geht da nichts dran vorbei. Dann die Schwellenbestie wird so oder so sterben. Mach lieber irgendwas anderes. Kaputt. Dann sammeln wir uns nochmal und dann geht alles mal von vorne los. Süß. Schreist wie ein Mädchen, Rokan. Gut, wenn man stirbt. Das ist, glaube ich, eine Ausrede, oder? Ausrede genug. Hm. Wisst ihr was, dann werden es jetzt so extra Folgen jetzt einmal das Abschließen der Story und die Runde 9 jeweils, überall. Also 8 auf 9. Und dann machen wir noch eine extra Folge, in der wir uns zur Runde 10 quälen. Das wird nämlich lustig. Wenn das jetzt schon so abgeht, Runde 10 wird bestimmt... Aua. Entfesselt meine Kraft. Aber es wird sich hoffentlich lohnen. Ich habe Witterung aufgenommen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass bei 10 irgendwas Besonderes ist. Ich habe jetzt einfach das... Ich könnte es natürlich auch offscreen machen, aber ganz ehrlich, was wäre der Sinn dahinter, irgendwie sowas zu machen, was die Charakter so stark macht, dass man einfach offscreen ist? Das wäre auch blöd. Von daher machen wir das schon zusammen hier. Kriegst du bis dahinter? Nee, kriegt er nicht. Komm, mach deine Voodoo-Geister, die brauchen wir jetzt. So. Jetzt haben wir noch eine Menge Voodoo-Geister hier. Das kann schon was werden. Alter, das ist nur ein Schaden, ey. Champions von Draenor. Ein Spaß ist das hier. Und ein Sturm auch. Ich kapier schon mal. Okay. Randa und kaputt machen. Die kriegen wir.
Und das alles für Intelligenzvarianten. Aber gut, gerade bei dem Mana-Brand sehen wir ja. Obwohl, je mehr Mana wir haben, desto öfter können sie einen Mana-Brand machen und desto mehr Power macht's. Das macht halt festen Schaden. Da bringt Rüstung nicht viel. Das tut schon echt weh. Noch eine Runde vertagt nicht, Jürg. Haut sich da Ärger zusammen? Ich bin so groovy. Was liegt vor mir? Haben wir hingekriegt. Hier kommt mir etwas ausgetrocknet vor. Ja, Shenbot um noch am meisten. So. Ich habe entfesselt meine Kraft. Jetzt nochmal die Werte. Wir haben nahezu die gesamte Aufnahme echt mit den der Arena verbracht. Was liegt vor mir? Das wird viermal Beweglichkeit. Das wird lustig werden. Jagt sie raus. Wir müssen wieder durch. Lass mich durch. Ich bin Mokratar. Noch eine Runde. Mokratar. Ihr wisst schon. Einen auf raus. Hör euch mal. Haut sich da Ärger zusammen? Rexa, was machst du da? Ich hab einen echten Gruß, Mann. Deine Mama hat dir gesagt, du sollst nicht so oft sterben. Noch eine Runde. Es sterben aber viele. Ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ich bin ja so gut. Hier kommt mir etwas ausgetrocknet vor. Schreib's auf eure Rechnung. Sieht eigentlich ganz okay aus. Grundsätzlich. Guck mal, oh. Ich bin ja so gut. Au, Rokan kriegt gerade gewaltig auf den Sack. Und du kommst aber davor. Ich höre euch, Mann. So. Die sterben auf jeden Fall mehr als genug. Ich höre mehr als genug Geister kaputt gehen. Jeder tote Geist ist ein guter Geist. Jetzt sind sie wieder sichtbar. Okay. Jetzt können wir uns um Madame persönlich kümmern. Hm, die hält auch ziemlich wenig aus irgendwie. Ich denke, sie auch schlimmer in Erinnerung. Die geht auch ruckzuck kaputt. Vielleicht kriegen wir die auch schnell rausgefokust, wenn wir es gut machen. Werbe. Viermal, ey. Rokan, viel Spaß. Hat er irgendwas, was ihm Rüstung gibt? Weil wenn er das hat, dann braucht er das nicht mehr. Ja gut, Krone der Könige. Entfesselt meine Kraft. Ja gut, macht auch keinen großen Unterschied. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir auf Runde 10 hochgehen. Auf 10? Oder ist 10 vielleicht das letzte? Na, die 9er will ich auf jeden Fall noch machen, dass sie überall 10 steht. Ob's bei 10 noch irgendwas, also wenn man dann 10 schafft, was Besonderes gibt, hoffe ich mal, kann mir irgendjemand sagen, weil ich möchte es nicht ewig lang probieren und ich glaube, 10 wird dann langsam so richtig ekelhaft. Bei 9 wird bestimmt schon böse werden. Aber gut, dann bis zur nächsten Folge.